Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video. So, ich mache mir jetzt nur schnell mal hier ein Kreuz, dass ich sehe, dass ihr auch seht, was ich sehe. Und ja, heute soll es darum gehen, wie man hier aus der Fleischmann-Kupplung eine Märklin-Kurzkupplung dran macht. Sekunde, ich kann mich mal bemühen, bessere Beleuchtung hinzukriegen. Naja, ein bisschen besser ist es. Also. Wir beschäftigen uns heute mit der Kurzkupplung für die Baureihe 89. Denn Fleischmann hat ja jahrelang diese Aufsätze hier gebaut für alle möglichen Kupplungsteile. Und da gibt es keine Märklin-Kurzkupplung, die sind ja nur für den Normschacht erhältlich und für diese etwas älteren Märklin-Aufnahmen. Darum zeige ich euch, wie man sich da was dran bastelt. Erster Schritt ist, was brauchen wir? Eine normale Fleischmann-Bügelkupplung, bei der habe ich jetzt schon den Bügel entfernt. Ist ganz einfach an der Seite einfach aufbiegen. Dann natürlich eine Märklin-Kurzkupplung. Ich nehme jetzt mal hier die mit dem NEM-Schacht hinten dran. Theoretisch müsste es aber eigentlich auch möglich sein, diese andere zu nehmen. Erster Schritt ist, diese Nasen, an denen, wo vorher der Bügel befestigt war, auf einer Seite zumindest mal abzwicken. So kann man das Teil nämlich besser hinlegen und bearbeiten. Dann hier einmal durchschneiden, also hier am unteren Ende. Jetzt gestern schon mal bei einer anderen gemacht. Da hatte ich aber das große Cuttermesser und muss sagen, mit dem ist es besser gegangen. So, das Ding liegt jetzt irgendwo in den Untiefen des Raums. Nächster Schritt ist, da wir nun uns ungefähr entfernt haben, hier durchzuschneiden, um noch diesen Buckel hier unten zu entfernen. So habt ihr jetzt nun eine flache Kupplungskopf. Das macht jetzt nun, wie arbeitet ihr mit dem Messer noch ein bisschen? So, die legen wir uns nun zur Seite und holen uns die Märklin-Kurzkupplung. Die trennen wir einfach dort, wo sich der Normschacht hier gabelt, trennen wir einfach auf. Man könnte auch sagen, wir zwicken einfach die beiden Beine hier ab. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist, dass man sich hier nichts abbricht, aber wenn man sich so eine Holzkante zur Hilfe nimmt, geht es ganz einfach, dass man den Bügel nicht verbiegt. So. Dann hier oben noch ein bisschen glatt schleifen, weil hier ist noch vom Druckguss ein bisschen was übrig oft. So, und schon kommen wir zum nächsten Schritt. Zwei K-Kleber. Den mischen wir uns hier gleich auf dem Holzteil an. Und lassen unser Messer auf den Boden fallen. Was eigentlich aber nicht sein muss unbedingt. Dann Holzstäbchen zu vermischen. Und zumindest bei dem Kleber hier gibt es ein Mischungsverhältnis von 1 zu 1.
rote Zeug stinkt noch ein gutes Stück mehr als das orange. 2 Minuten Zeit, das zu verarbeiten, haben wir dann, sobald wir es hier jetzt mischen. So, wir nehmen jetzt den Fleischmannkopf und streichen da vorsichtig etwas drauf am Ende. Da ist ein kleines Loch, in etwa bis zu diesem Loch streichen wir es. Und ich kann es leider nicht so zeigen beim Film, weil ich jetzt den 2K-Kleber auch nicht unbedingt an die Hände kriegen will. Nehmen unsere abgezwickte Kupplung und setzen sie hier drauf. Schon mal im Groben, dann lässt man es aushärten. Wie genau es verklebt ist, zeige ich euch, wenn es hart ist. So, ungefähr ist jetzt verklebt und jetzt sieht man hier, man muss ihn etwa so verkleben ungefähr, dass das Ende von dem hier, von der Kurzkupplung, übereinander liegt mit dem Spalt, mit dem Ende des Spalts von der Fleischmann-Kupplung. Na, Fokus, so. Bedeutet zwar leider, dass jetzt der Kupplungsbügel nicht mehr ganz so weit aufgeht wie vorher, aber weit genug, dass die Kupplung im vollen Umfang funktioniert und alles, was drüber liegt, wäre sowieso nicht nötig für den normalen Betrieb. Das ist vielleicht 1 oder 2 mm, wo es nicht mehr so aufgeht. Ja. Und so kann man sich selber für Fleischmann, Loks und auch Waggons eine Märklin-Kurzkupplung dran bauen. Und auch nicht nur Märklin-Kurzkupplung. So könnt ihr euch theoretisch eigentlich jede Kupplung dieser Welt, die mit Normschacht funktioniert, an ein Fleischmann-Modell dran bauen. An ein altes Fleischmann-Modell. Muss man fairerweise sagen, weil die neueren haben ja Normschächte. Und der kommt jetzt an die 89er dran. Ach ja, bevor ich es vergesse, natürlich für alle, die es interessiert, hier von dem Fleischmann-Kupplungstauschsatz die Nummer 6523. Ist der Tauschsatz für die Bügelkupplung. Aber wie gesagt, das ist die perfekte Grundlage, um da eine Märklin-Kurzkupplung draus zu bauen. Und wie gesagt, auch jede andere Kupplung dieser Welt, die einen Normschacht besitzt und an ein älteres Fleischmann-Modell dran soll. So, also von der Stelle aus verabschiede ich mich. Hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.